aber in jeweils gewesen. Da war ein Automat, der flog Bungee springen hat. 100 Meter. Da standen wir in unserer eine Bekannte von mir. Sie würde ja nur mal gerne mit dem Kopf hochfahren, um die Außen. Da dachte ich, komm, dann fahren wir mal da hoch. Da war ein Bungee-Springer da, der wurde dann fertig gemacht. So verbunden. Und dann sagte dieser Teamleiter, bei drei springst du, oder ich zähle bis drei und bei drei springst du. Und er war am Zählen 1, 2 und haut dem auf einmal voll ins Kreuz rein und der flog raus. Das sage ich, ey, du hast gesagt, bis drei. Da sagt er, der wäre nie drin gesprungen. So. Das ist interessant. Genau, die Fassade von der Kirche wird einmal, also wir sehen ja schon ein paar Steine, die wurden schon rausgenommen, ja, weil die so kaputt waren, dass sie auch schon rausgefallen sind. Die, da werden neue reingesetzt und die ganze Fassade wird einmal entfugt und neu verfugt. Mhm. Ja, das war eine Arbeit für Dome, glaube ich, dann, ne? Wer macht das denn eigentlich? Die Dombau-Soziöse von Soos oder wer ist das? Also die, das wir abends arbeiten? Oder? Ja, ja. Oder wer koordiniert das denn eigentlich? Mein Papa, der steht auch oben, Herr Rohrberg, also der ist der Ingenieur davon, also der macht die Statik alles und koordiniert das also mit dem, welche Firmen was macht hier. Ja. Und der kann Ihnen oben auch gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und das schaffen Sie alles bis zum Hansetag? Der ist nächstes Jahr, ne? Ja. Nein. Das glaube ich nicht, dass das fertig ist. Also dass sie vielleicht das Dach bis dahin fertig haben. Das vielleicht. Gibt es denn hier auch sowas an wie Konventionalstrafen? Oder das kann ich mal der Papa fragen.